Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute die dritte Folge der Chipsreise um die Welt. Hier, Crisps of the World. Und heute sind wir in Frankreich. Paris-Style. Ja gut, hier wieder Abatta das Frites, das ist wieder das Übliche. Con todo el sabor de la, hier, de la France. Oh la la. Und hier eine französische Dame. Natürlich erkennbar hier an der Baskenmütze, diesmal in Gelb und hier dem typisch passenderweise gestreifter Pulli, die Dame und ich. Ja, was macht sie hier? Sie hält hier was in der Hand. Das sieht aus wie eine, soll das eine Kartoffel sein oder ein Stück Baguette? Wer weiß? Auf alle Fälle macht sie. Oh, das ist so kurz. Ja, das ist schon mal sehr vielversprechend hier, das. Die französische Flagge als Herz. Was sagt das hier sonst noch? Was ist denn da drin? Aha, Kartoffelchips mit Pilzsuppe-Geschmack. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht ja, Frankreich ist vielleicht Käse oder was auch immer. Okay, Pilzsuppe. Gut, also Zutaten sind Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Pilzsuppe-Aroma, immerhin 4%. Also, Maltodextrin, Aromensatz, Pflanzenstärke, alles mögliche, Zucker, Gewürzmittel, ganz Spuren von Milch, Laktose, Soja und glutenhaltigen Getreide enthalten. Okay. Wow. Nährwerte, Vincente, Vidal, das hatten wir also schon bei den anderen Chips. Und das, aha, hier. Patatas fritas a la crema de setas. La creme de la crema Francesca. Okay, was heißt das jetzt auf Deutsch? Kartoffelchips mit Pilzcremesuppengeschmack. Aha, auch interessant. Ja, wenn ihr das seht, also das ist jetzt vielleicht nur, vielleicht bin ich jetzt da als Texter zu kritisch, weil es ist geschrieben Pilzcreme minus Suppengeschmack. Weil die Frage wäre, ist das eigentlich Pilzcremesuppe minus Geschmack oder ist es Pilzcreme Suppengeschmack? Wir werden es nachher sehen, wenn ich das hier auspacke. Hier sind nochmal die Zutaten, das ist das Gleiche. Aha, interessant. Also das Aufgedruckte heißt Pilzsuppe-Aroma 4% und in dem ist irgendwas eingedruckt und dann ist hier nochmal, also das ist so, sieht so nachgedruckt aus und das hier schon vorgedruckt. Und da heißt es hier plötzlich Pilzcremesuppenaroma. Na gut, was auch immer, es soll irgendwie Pilzcreme hergestellt in Spanien. Dann machen wir mal auf, lange Rede, jetzt bin ich hier schon so ewig am Rumlabern und wir wollen doch eigentlich nur wissen. Riecht nach Chips mit Salz. Das war ja auch schon vielleicht das Problem. Wenn wir, also jetzt mal gucken, man sieht noch nichts. Also so sehen Pilzcremesuppen Chips aus und oha. Ja. Schmeckt nach Pilzcremesuppe. Aber nicht so richtig gut. Ja, sehr, sehr salzig. Ja, kann man essen, aber. Nee, also ein gibt es von mir nicht, eher ein. Oder ein. Also, nee, sorry, junge Frau, auf dem Titel. Das ist zu viel versprochen. Knusprig sind sie, sehr salzig. Und dann schmeckt man eigentlich gar nicht mehr das Pilzige, weil bei ersten Chips war krass pilzig. Das ist jetzt nur noch salzig, aber gut. Ja, nee, also diese kulinarischen Reisen nach Frankreich lohnt sich nicht. In dem Sinne, schüssen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.